Hallo und herzlich willkommen bei Instalot. Jetzt gibt es endlich mal wieder etwas Neues von der Schublade True Crimes. Ich habe hier ein paar Fälle, die warten jetzt schon seit 2 Monaten. Ich konnte sie leider nicht einsprechen, weil es so heiß gewesen ist. Und ich weder Klima noch Ventilator anmachen konnte, da es einfach zu laut war. Deswegen gab es auch ein bisschen weniger Videos. Normalerweise mache ich ja 2 in der Woche, aber das habe ich einfach nicht hinbekommen, weil ich auch nicht mehr wusste, was ich hochladen sollte, da ich die Podcasts nicht einsprechen konnte. Deswegen habe ich auch mich ein bisschen habe ich mir die Fühler so ausgestreckt im Bereich Paranormales. Das ist etwas, was mich ja schon seit Kindheit an begleitet. Und ich denke, dass ich auch öfter so Lost Places machen werde. Ich habe mir jetzt auch so ein Tonaufnahmegerät geholt. Ich überlege vielleicht noch K2-Meter oder irgendwas anderes zu holen, aber ich kenne mich da jetzt nicht so aus und ich weiß nicht. Also wenn du da irgendwelche Tipps hast oder Wünsche bezüglich dem Paranormalen vor allem, das ist nämlich komplettes Neuland für mich. Aber es ist mega interessant, wirklich so interessant, aber natürlich auch aufwendig. Und ich gehöre jetzt nicht zu den professionellen Geisterjägern. Ich mache das tatsächlich nur, weil mich das total interessiert und ich ständig Begebenheiten habe, die ich so nicht erklären kann, genauso wie in einem Video. Mein erstes Lost Place, Mallorca, da hat man ja tatsächlich eindeutig Stimmen gehört. Und ich habe das jetzt meinem Bruder gezeigt und der kennt jetzt meine Stimme, die Stimme von meinem Mann und von der Kleinen auch. Und er hat auch gesagt, das ist keine Stimme von uns allen. Er kennt uns ja jetzt schon relativ lange. Also ich bin seit 12 Jahren verheiratet. Kann er jetzt so nicht bestätigen, dass da irgendwie... Es ist sehr, sehr interessant, finde ich. Deswegen, ja, würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Dann fangen wir mal an. Und die Quelle ist von thetap.com. Netflix hat gerade eine neue Dokumentation über wahre Verbrechen mit dem Titel Why Did You Kill Me veröffentlicht, die den Mord an Crystal Theobald im Jahr 2006 untersucht. Eine unschuldige junge Frau wird im Auto erschossen. Eine Kugel trifft sie am Hinterkopf. Keiner weiß, was passiert ist, wieso es passiert ist und wer dies getan hat. Fangen wir von vorne an. Wer war Crystal Theobald? Crystal wurde 1982 geboren. Zum Zeitpunkt ihres Todes war sie 24 Jahre alt und lebte mit ihrer Familie in Riverside, Kalifornien. Sie hatte 2 Kinder aus einer früheren Beziehung, aber sie verließ ihren Mann, nachdem er erneut mit Drogen in Berührung gekommen war. Dann fing sie an, sich mit dem 20-jährigen Juan Patlan zu verabreden. Zum Zeitpunkt ihres Todes saß sie mit ihrem Freund und ihrem Bruder Justin Theobald im Auto. Crystals Freund fuhr und ihre Mutter Belinda Lane saß in einem anderen Auto direkt vor ihnen. An diesem Tag hatten Mitglieder einer örtlichen Gang namens 5150 offenbar gehört, dass Mitglieder einer rivalisierenden Gang, der MD, versuchen würden, etwa 5150 Mitglieder zu töten. Das Auto von Crystals Mutter ähnelte dem Auto eines Gangmitglieds des MD. Somit wurde sie direkt in einen Gangkampf mit hineingezogen. Gegen 20.40 Uhr wurde das Auto, in dem sich Crystal befand, mehrmals von jemandem beschossen, der aus einem weißen SUV ausstieg. Diese Person war Julio Lil Huero Heredia. Manuel Lemus, ein weiteres Mitglied der 5150 Gang, sagte in der Netflix-Dokumentation, dass Lil Huero gehört habe, was die MD vorhätten und entschloss sich kurzerhand, den Verantwortlichen dafür selber auszuschalten. Somit war er in der Gegend, um sich an der rivalisierenden Gangmitgliedern zu rächen und wusste nicht einmal, wer die Familie Theobald überhaupt war. Crystal wurde in den Kopf geschossen und sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Sie lag im Koma und starb 2 Tage später. Laut NBC wurde festgestellt, dass William Sotelo das Auto fuhr und die Staatsanwälte bestätigten, dass Sotelo und Heredia die Schießerei durchgeführt haben. Es wird vermutet, dass die Schüsse von Julio Heredia Crystal getötet hätten. Doch was geschah mit allen, die im Fall Crystal Theobald für schuldig befunden wurden? Die beiden Hauptpersonen, die die Polizei in dem Fall festhalten wollte, waren Julio Lil Horero Heredia und William Sotelo.
Die Familie Theobald hatte alles über die Banden herausgefunden, indem sie ein Fake-Profil auf MySpace eröffneten und Mitglieder der 5150 unter anderen Namen ausfragten. Zuerst sah es so aus, als ob Julio Heredia die Todesstrafe drohte, aber die Familie von Crystal Theobald entschied, dass dies nicht gerecht wäre und Belinda sagte: "Ausnahmsweise habe ich mal das Richtige getan." Heredia wurde 2011 wegen Mordes, versuchten Mordes und anderer Anklagepunkte zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. William Sotelo war viel schwerer aufzuspüren. Er war untergetaucht, nachdem Crystals Mutter Belinda ihn unter falschen Namen über MySpace nach seiner Beteiligung gefragt hatte. Erst 2016 wurde Sotelo in Mexiko gefunden, wo er mit seiner Frau und 4 Kindern lebte. Gerade als sein Fall vor Gericht gehen sollte, gab Sotelo die Anklage wegen Totschlages zu. Als Gegenleistung für sein Eingeständnis ließ die Staatsanwaltschaft die Anklage wegen Mordes, versuchten Mordes und Schießerei auf ein besetztes Fahrzeug fallen. Er wurde zu 22 Jahren Haft verurteilt. Laut The Press Enterprise haben sich 10 in dem Fall Angeklagte in einer Reihe von Anklagepunkten schuldig bekannt. Von der Einschüchterung von Zeugen über versuchten Mord bis hin zu Waffen- und Bandenanklagen. Die Strafen reichten von Bewährung bis zu 18 Jahren Haft. Aber wer ist Julio Heredia? Laut Julio Heredias Schwester Amalia hatten er und seine Geschwister eine schwierige Kindheit, als sie in Riverside, Kalifornien aufwuchsen. Ihre Mutter kümmerte sich allein um sie und war drogen- und alkoholabhängig. Amalia beschreibt, wie Julio die einzige Vaterfigur war, die sie wirklich kannte, und er kümmerte sich um die Familie und versuchte, sie zu versorgen und zu ernähren. Julio Heredia war 14 Jahre alt, als er sich der örtlichen Riverside Gang 5150 anschloss. Die 5150 begann als Familieneinheit, verwickelte sich aber bald in Kriminalität und war in der Gegend als Mörder und Kriminelle bekannt. In der Gang war er als Lil Julio bekannt. Julio Heredia war 18 Jahre alt, als er Crystal Theobald tötete. Wo ist Julio Heredia jetzt? Im Jahr 2011, 5 Jahre nach der Ermordung von Crystal, wurde Julio Heredia wegen Mordes ersten Grades und einer Reihe anderer Straftaten zu lebenslanger Haft ohne Chance auf Bewährung verurteilt. Zudem verurteilte ihn der Richter für die anderen Verbrechen zu insgesamt 138 Jahren Haft. Zuerst sah es so aus, als ob Lil Julio die Todesstrafe drohte, aber die Familie von Crystal Theobald entschied sich, dass sie das so nicht wollten. Laut Gefängnisakten befindet sich Julio Cesar Heredia derzeit im kalifornischen Staatsgefängnis in Sacramento, nachdem er dort am 20. Mai 2011 eingeliefert worden war. Er ist jetzt 33 Jahre alt und wird nie wieder freigelassen. Das Gefängnis beherbergt derzeit über 2300 Gefangene und ist mit bis zu 129,3% komplett ausgelastet, sodass es für Heredia dort wahrscheinlich alles andere als bequem sein wird. Bei der Verurteilung sagte der Richter, sie sei nicht davon überzeugt, dass Heredia eine liebevolle Familie hinter sich habe. Sie sagten: "Warum hat ihn dieses Familienunterstützungssystem nicht davon abgehalten, sich einer der berüchtigsten, gewalttätigsten, kriminellen Straßengangs in Riverside County anzuschließen? Herr Heredia ist kein guter Mensch, er ist ein gewalttätiger, kaltblütiger Mörder und er wird einen Preis für das zahlen, was er getan hat." Dazu muss ich sagen, als ich mir die Netflix-Dokumentation angeschaut habe, war das tatsächlich so, dass die Schwester Amalia komplett überrascht gewesen ist. Und auch andere Gangmitglieder, die, also einer hat ausgesagt, anonym und auch verdeckt, dass das alles irgendwie alles anders aufgezogen wurde und dass es tatsächlich wie eine Familie war und hinterm Rücken sich das immer mehr aufgebauscht hat und es ist immer krimineller geworden ist. Erstmal war es eine Familiengang und sie hielten zusammen und irgendwann wurde es immer krasser und krasser und krasser.
Wo ist William Joke Sotelo aus der Netflix-Dokumentation Why Did You Kill Me jetzt? Sotelo war zum Zeitpunkt von Crystals Tod 17 Jahre alt und Mitglied der örtlichen Riverside Gang, der 5150. William Sotelo war der Besitzer des weißen Ford Expedition, das Auto, welches hier verwechselt wurde. Nach dem Vorfall erstellten Belinda Lane und Crystals Cousine Jamie gefälschte MySpace-Profile, um diejenigen zu erreichen, von denen sie dachten, dass sie daran beteiligt waren. Einer von ihnen war Sotelo und laut der Netflix-Dokumentation erzählte er Angel, dem MySpace-Profil, das mit Crystals Bild erstellt wurde, dass er sie liebte und gab später bekannt, dass er einen weißen Ford Expedition besaß. Diese Informationen wurden an die Polizei weitergeleitet und Sotelo wurde in dem Fall verdächtigt. Nach Crystals Ermordung war William Sotelo der am schwersten zu findende Verdächtigte. Er war untergetaucht, nachdem Crystals Mutter Belinda ihn über MySpace nach seiner Beteiligung gefragt habe. Sie fragte: Liebst du mich? Und er: Ja, das weißt du doch. Und sie antwortete nur: Und wieso hast du mich dann getötet? Dann war er offline und wurde nie mehr gesehen. 2016, 10 Jahre nach dem Mord, wurde aber William Sotelo schließlich in Mexiko aufgespürt, wo er mit Frau und 4 Kindern lebte und als Chili-Farmer arbeitete. Crystals Mutter hatte auf Facebook einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort erhalten und er war der letzte aller Verdächtigten, der vor Gericht gestellt wurde. Er hatte tatsächlich ein Facebook-Profil. Laut einem Update der Riverside Police aus dem Jahr 2016 nahmen mexikanische Behörden am 6. Mai des Jahres William Sotelo in Zentralmexiko fest und lieferten ihn am nächsten Tag in die Vereinigten Staaten aus. Die Polizeibeamten von Riverside interviewten Sotelo und ließen ihn direkt ins Gefängnis stecken, da er mehreren Anklagen im Zusammenhang mit dem Angriff und dem Mord am Hals hatte. Riverside Police Detective Rick Wheeler sagte damals: Wir freuen uns, endlich das letzte Kapitel in diesem Fall zu schließen und William Sotelo nach 10-jähriger Suche vor Gericht zu bringen. Ich schätze die Arbeit der Polizeibeamten von Riverside und des E-RED-Teams, des FBI und der mexikanischen Behörden, die ihn nach Riverside zurückgebracht haben, um sich für seine Taten zu verantworten. Gerade als sein Fall vor Gericht gehen sollte, gab Sotelo die Anklage wegen freiwilligen Totschlags zu. Als Gegenleistung für sein Eingeständnis ließ die Staatsanwaltschaft die Anklage wegen Mordes, versuchten Mordes und Schießens auf ein besetztes Fahrzeug fallen. 2020 wurde er zu 22 Jahren Haft verurteilt. William Sotelo ist jetzt 33 Jahre alt und befindet sich im Centinela State Prison, Kalifornien. Laut seinen Gefängnisakten wurde er am 28. Januar 2020 in dieses Gefängnis eingeliefert und kann erst im Mai 2030 auf Bewährung entlassen werden. Als Jugendstraftäter hat er Anspruch auf eine Anhörung zur Eignungsfeststellung auf Bewährung, da er seine Straftat unter 26 Jahre begangen hat. Seinen Unterlagen zufolge könnte Sotelo im Mai 2025 seine erste Konsultation mit dem Bewährungsausschuss haben, da er von 2016 bis 2020 in Untersuchungshaft saß und auf seinen Prozess wartete, wird Sotelo rund 4 Jahre Anrechnung der bereits verbüßten Strafe gewährt. Das Leben ist für den Sträfling jetzt alles andere als gemütlich, da das Centinela State Prison eine Kapazität von mehr als 2300 Insassen hat, aber bei der letzten Überprüfung über 3000 Menschen untergebracht waren. So, das war jetzt der Fall von Netflix, Why Did You Kill Me? Ich finde es ziemlich krass, weil es ist eine junge Frau gewesen, die auch ziemlich durch die Scheiße gegangen ist und alleinerziehend war. Wenn man sich vorstellt, man wird abgeholt vom Bruder, Freund und vorne im Auto sitzt die Mutter und auf einmal geht's los mit der Schießerei und du weißt gar nicht, was los ist. Und es wird geschossen und die letzte Kugel, es wurde mehrmals geschossen, aber die letzte Kugel, ja, ab in den Hinterkopf und das war's dann. Das kann passieren. Vergesst nie, dass das Leben immer vorbei sein kann. Es klingt immer total abgedroschen oder so wie so eine Metapher, eine Floskel, aber es ist tatsächlich so. Die Gesundheit ist tatsächlich das Wichtigste. Passt auf euch auf
Und es kann wirklich sehr schnell vorbei sein. Ja. Und du musst noch nicht mal irgendwas dafür können. Ja. Und ich finde es halt auch ziemlich krass, dass die Cousine und die Mutter da einfach bei MySpace da ein bisschen Fake-Profile aufgemacht haben, ein bisschen gestalkt haben und dementsprechend dann der Polizei die Mörder geliefert hat, obwohl es eigentlich die Aufgabe der Polizisten gewesen ist. Genau. Durften sie auch nicht, sie wurden öfters abgehalten von der Polizei und darum gebeten, sich da rauszuhalten, aber ich glaube, dann würden wahrscheinlich die Polizisten immer noch nach den Mördern suchen. Finde ich ziemlich krass. Kann ich nur empfehlen, fand ich ziemlich interessant, das anzuschauen und ist auch sehr aufwendig gemacht worden und sehr bildlich dargestellt worden, alles von dem her, ja, wieder eine sehr, sehr spannende Serie, Dokumentation von Netflix, genau. Das war es jetzt von mir und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.